Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Ich war kurz Gehirnfurz, Blackout, irgendwas. So, wir wollen eine Quest abgeben. Wo war denn der Dude jetzt nochmal? Jetzt habe ich das natürlich vergessen, wo der stand. Irgendwo war der. Ah, nee, der war da hinten. Was ist denn hier? Hä? Handlungsbogen Alderaan, da geht's weiter. Okay. Ich dachte, ich muss einfach eine Schnellreise machen. Muss ich, glaube ich. Ich muss mit ihr reden und dann. Die Zitminen sind aktiviert. Die Killix sollten schon bald verschwunden sein. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für uns bedeutet. Wenn ich daran denke, wie sie ihre Krallen in unsere guten Abstücke schlagen. Wir schicken eine Nachricht zum Haupthaus. Ich hoffe, die können uns Verstärkung schicken. Hab Dank. Bitte. Gern geschehen. So. Okay, weiter geht's. Dann reden wir mit ihr und dann mal gucken, wohin. Kann das noch warten, N0? Ich habe noch 7 Bioscans zu erledigen. Die Patrouillen berichten von einem 50-prozentigen Anstieg der Blasterstörungen. In Ordnung, arrangiere ein Treffen mit dem Oberfeldwebel. Und verdammt, du sollst mir doch sagen, wenn wir Gäste haben. Bestätigt. Ich bin Forschungskommandantin Kaikana Harrod, regionale Leiterin dieses Stützpunktes des Hauses Organa. Und ich bin froh, euch zu sehen. Ich nehme an, es war nicht gerade leicht in letzter Zeit. Ihr habt nicht die geringste Ahnung. Ich habe euren Einsatzbericht über den Wolfbaron und das Haus Thule gelesen. Ich hatte gehofft, dass ihr uns auch hier helfen könntet. Dieses Gebiet diente einst als Sammelpunkt für Angriffe auf das Haus Ulgo. Das Haus, dessen General sich selbst zum König von Alderaan ernannt hat. Ulgo hat uns alle ausgetrickst. Wie wurdet ihr ausgetrickst? Auf Alderaan gibt es eine einheimische Spezies, die Killix. Halbintelligente Insekten mit einem kollektiven Bewusstsein. Das Haus Ulgo hat sie gegen uns aufgewiegelt. Die Käfer schwärmen aus, zerstören unsere Kampfläufer, ganze Bataillone. Kontrolliert Ulgo die Käfer auf irgendeine Art? Genau das würde ich zu gern wissen. Ich wurde zur Forschungskommandantin ernannt, um den Schwachpunkt der Killix zu finden. Aber ich brauche jemanden, der ins Feindgebiet vordringt. Wenn ihr ein lebendes Exemplar fangen könnt, kann ich vielleicht herausfinden, wie Ulgo das Nest zum Angriff veranlasst und das alles hier beenden. Erzählt mir von eurem Plan. Killix können Gefangene in ihr kollektives Bewusstsein aufnehmen. Die Opfer nennen sich Verbundene. Ihr müsst ins Killix-Gebiet eindringen. Einen Verbundenen überwältigen und ihn zum Verhör herbringen. Dieses Beruhigungsmittel wird ihn gefügig machen. Setzen wir es in die Tat um. Wir verlieren diesen Kampf. Wenn wir das Killix-Problem nicht schnell in den Griff bekommen, werden wir hier überrannt. Ihr seid unsere größte Hoffnung. Und eine zweite Chance werden wir nicht bekommen. Boah, seit wann hat das Spiel denn so eine Körnung drin? Weiß ich auch nicht. Okay. Wir können doch noch nicht weiter. Schade. Wir müssen nochmal hier ein Haus Teral. Wir holen die. Das sollte eigentlich schnell gehen, glaube ich. Ja, das mache ich jetzt schnell. Ne, Moment, falsche Richtung. Ich muss in die Richtung. Auf zum Atem. Da sehen wir doch auch schon was. Na dann, wollen wir mal loslegen. Aber wie mache ich das? Ich hätte mich wahrscheinlich anschleichen müssen, kann das sein? Da war natürlich ein bisschen dumm jetzt von mir. Weil jetzt geht das ja nicht mehr. Ach du meine Fresse, kurz vor Tod oder was? Oh, das wird dauern. Okay, das muss ich, da muss ich dann aufpassen. Du bist so ein Spasti, ne? Okay.
Aber damit er eben weg. Alter. Mann, Alter, ich. Oh, warum kann. Ich kann doch. Irgendwie konnte man doch sagen, er soll nicht mehr angreifen. Wie war denn das? Also, er ist jetzt verbunden. Okay, komm. 45 Minuten. Let's go. Wir gehen jetzt zurück. Wird nicht sehr spannend, glaube ich. Dürfte einfach werden. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Ich weiß gar nicht, warum das 44 Minuten oder 45 Minuten geht. Das ist viel zu lang. Ihr habt ein fantastisch Eindämmungsprotokolle N0. Was habt ihr uns angetan? Achso, ich dachte, Eindämmung wäre jetzt töten. Getrennt. Gut, er kann reden. Also kann er uns auch verraten, wieso die Killix uns angreifen und wie sie vom Haus Ulgo kontrolliert werden. Ich bin ein Jedi. Ich möchte mit euch über das Nest sprechen. Es liegt am Schmerz. Das Lied des Universums ist verstummt. Die Krieger sind wütend und schwärmen aus. Ah, das sind Drachen. Ah. Das verstehe ich nicht. Welcher Schmerz? Wir fühlen die Qualen. Eure Spezies ist schuld. Wir müssen angreifen. Ich messe starke Hirnaktivitäten. Er hat Schmerzen. Das muss an seiner Verbindung zum Schwarmbewusstsein liegen. Aber warum? Euer Volk zerrt uns in eure Schmerzfabrik unter den Bergen. Ihr müsst zerlegt und absorbiert werden. Wo werden die Killix hingebracht? Die Tunnel. Sie sind so nah, dass ich sie spüren kann. N0, bring ihn in eine Zelle. Wenn wir angreifen, werdet ihr euch mit uns verbinden. Wir haben unsere Antwort. Ulgo foltert Killix auf unserem Land. Aber nicht ohne Date. Schließt Ulgos Schmerzfabrik, um unsere Truppen zu entlasten. Ihr habt sicher recht. Wie sollen wir vorgehen? In der Nähe gibt es ein Höhlensystem. Dort halten sich viele von Ulgos Truppen auf. Und auch Killix wurden dort schon gesichtet. Der Ort ist eine Todesfalle. Niemand gelangt auch nur in die Nähe. Das muss die Schmerzfabrik sein. Schaltet Ulgos Truppen aus und kontaktiert mich, wenn ihr drin seid. Wir müssen diesen Schwarm aufhalten. Okay, okay. Das ist nett, das ist nett. Da muss ich direkt mal gucken. Ich weiß nämlich nicht, gegen was tauscht der das denn? Das ist jetzt beides. Das ist eine 70er und das ist eine 70er, ne? Ja, genau. Perfekt. Oh, dann kann ich ja mal gucken. Hier gibt's doch... Guck mal, hier gibt's einen Stim-Händler. Dann kann ich doch mal wieder ein paar Sachen verkaufen. Da das irgendwie nicht geht, verkaufe ich das jetzt einfach. Ich weiß, es ist ganz cool, das behalte ich. Das kann theoretisch weg. Das macht Blitzelblutzel, Alter. Was soll ich mit Blitzelblutzel? Weißt du? Das behalte ich. Komm, kann weg. Kann weg. Kann weg. Behalte ich. Kann weg. Kann weg. Kann auch weg. Kann auch weg. Das muss ich noch... Ach so, nee, das kann weg. Damit wir mal ein bisschen leichter wieder unterwegs sind, ist ja auch wichtig. Planfragmente. Das sind halt so Sachen, die sind, für mich sind die neu. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. So, dann gucken wir mal. Zack. Okay, das ist nett. Das ist auf jeden Fall nett. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir haben hier sogar noch eine Mission. Guck mal. Dann reden wir noch mit dem. Jawohl. Jetzt kommen die hier nach und nach. Schauen wir mal. Chobet i kafstuan dile jihulo kuta. Bunawa tuipi la liska. Chaskruni do pat kulira do kanki kung. Nicht einmal ein Jedi kann alles kontrollieren. Kupa tonti toki maki chisa chubolo wawuni. Che chopa kuma ni umpi but malia bedwana ni bobo. Piti do tenya go kaka jujo. Da biska ku paliya. Das kann ich erledigen. Chikospa ini gudat iji liska chanagawa. Na gut. Dann lass mich mal gucken. Oh Gott, jetzt bin ich wieder dahin. Aber okay, das ist egal. Ich muss eh dahin. Also von daher, wen juckt's? Dann gehen wir da auch hin. So, ich bin schon Zielbereich. Also ich soll ja mehrere Sachen machen, deswegen bauen wir die jetzt direkt weg hier. 20 von denen sollte eigentlich kein Problem darstellen.
Bei den Eihaufen muss ich natürlich gucken, da das nur 5 sind, werden wahrscheinlich auch gar nicht so viel da sein. So. Ja, noch die, ja, die Eihaufen könnten auch erst da hinten kommen. Das wäre durchaus thinkable. Vor allem thinkable. Ich kennt das Wort nicht. Ja, der hält ein bisschen was aus. Aber, naja, reicht halt auch nicht, ne? So, immer heiter weiter, würde ich sagen. Wir haben ja hier, einen Job zu tun. Ich denke mal, die Eier werden da sein. Ich will mich jetzt hier gar nicht so mit denen aufhalten, weil wenn die da sind, weil hier sind keine Eihaufen, also ich sehe zumindest keine Eihaufen, dann werden die bestimmt da drin sein. Dann greifen wir jetzt die einfach frontal an. Statt, dass wir uns jetzt hier mit denen aufhalten. Ja, ich erledige das mal so. Komm, danke. Da sind doch die ganzen Eihaufen. Ja, guck, da haben wir sie. Du kriegst einen Stein ins Gesicht. Du kriegst ein Laserschwert ins Gesicht. Du aber auch. Nicht, dass hier irgendjemand sagt, das wollen wir nicht. Okay, hier mich, na, wie viel brauche ich noch? 3. Ja, komm. Egal. Gib mal eine kleine Zugabe. Achso. Ja, nee, gegen den will ich das nicht machen, ey, weil es lohnt sich gar nicht. So, tschüss. Das kaputt. Das kaputt. Das da hinten kaputt ist auch easy. Okay, habe ich jetzt hier... Ich habe mich einmal zu viel gedreht. Hier sind zwar viele, aber die sind ja auch Legion, ne? Hier war auch, glaube ich, ein Ei noch drauf. Da muss ich sowieso hin. Dann gehe ich, glaube ich, mal in die Richtung. Ne, komme ich nicht hoch. Schade. Wenn man hier Macht, Macht benutzen. Oder so. Hä? Ach, da hinten. Okay, perfekt. Dann ist ja perfekt. Was hat er denn da gemacht? Ich hab das genau gesehen, er hat irgendwas gemacht. Ja, das ist nicht so gut. I don't like it, wenn er Dinge tut. So. Very, very nice. Plumps. Jetzt müssen wir zu Skohani rennen zurück, aber das machen wir später. Wir haben hier noch eine andere Mission. Wir müssen Lu finden. Ne? Oder müssen wir Lu finden? Ach nee, wir müssen. Also Lu müssen wir auch finden. Aber nicht hier. Den finden wir woanders. Wir sollen ja die Schmerzfabrik infiltrieren. Ah. Das machen wir. Wir sind nämlich die Infiltriererin oder so. Okay, was sollen wir tun? Finde den Kontrollraum von der Schmerzfabrik. Das wird wohl gar kein Problem. Oh, okay, komm. Ich muss es testen. Ah, 15 Stück, ja, okay. Wäre sonst blöd, wenn wir es nicht machen.
Ja, ich meine, wir haben schon viel, da werden wir schon noch, der ein oder andere wird noch kommen. Gehe ich zumindest mal stark von aus, dass da noch einer kommt. Oder zwei oder drei. Sonst muss ich halt wieder zurückgehen, wäre auch ein bisschen scheiße. Na guck, da haben wir noch vier. Oh. Ich hätte gedacht, das reicht. So, 9, 6 Stück fehlen noch. Haben wir die hier? Ja, easy. Die haben wir hier. Hier sind nochmal 3. Hey, was war denn das hier? Können die mit dazu? Ah, die gehören mit dazu. Na okay, dann habe ich es ja gleich. Los, Kaisen, los! Na gut, alleine schafft das anscheinend nicht. Schade. So, jetzt kann ich mich hier tarnmäßig bewegen. Jetzt wollte ich mich nicht mehr kämpfen. Ich finde, manchmal lohnt sich das halt auch nicht zu kämpfen, wenn du weißt, du musst es nicht mehr tun. Klar, es gibt Erfahrung, aber es gibt so minimal Erfahrung. Ich glaube, viel ist es nicht. Ich finde, das lohnt sich halt einfach nicht, ne? Dann scheiße ich halt auch drauf. Schleich mich eher an den vorbei und dann passt das schon. So. Was geht denn hier ab? Jedi, die Basis benachrichtigen und Kampfpositionen einnehmen. Folterdroiden neu ausrichten und notfalls die Killix freilassen. Wir können es auch mit den besten Truppen des Feindes aufnehmen. Ich weiß, dass ihr die Killix gegen das Haus Organa aufgehetzt habt. Ihr wisst überhaupt nichts, Jedi. Ach so. Ihr werdet auch nichts erfahren. Okay. Für Haus Ulgo. Haus Ulgo, nee, warte, das ist ja nicht mein Haus. Ups. Alter, weil ich sonst nie die Chance habe, das einzusetzen. Mach ich das jetzt hier. Bin ich ganz ehrlich. Jetzt, damit wir auch mal das einsetzen können. Die Cooldowns von den Dingern sind so krass lang, ne? Oh, das war ich. Hab was umgeworfen. Oh, warte mal. Moment. Ist das besser als irgendwas, was ich besitze? Nein. Beherrschung geht einen Tick hoch, aber naja, gut. Was sollen wir noch tun? Zerstöre die Ulgo-Folter-Druiden. Achso, ja, das können wir machen. Das machen wir doch gerne. Die Folterei ist bald vorbei. Da müssten die doch aber eigentlich dem Kollektiv sagen, ey, da gibt's welche, die sind gar nicht so scheiße. Die sind eigentlich recht fesch unterwegs. Die haben auch schon welche von uns getötet, aber die haben uns auch geholfen. Die sind bestimmt nett. Nein, nicht. Achso, der schon. Gut. Hä? Achso. Ach, jetzt lassen die Killix frei oder was? Das ist jetzt scheiße. Na gut, dann. Ich nehme einfach alles zurück. Ich töte die einfach komplett. Oder ich mache auch gar nichts und das macht er alles. Er hat auch Credits. So, hier sind wir jetzt den Strom. Wenn das nicht mein Lieblingsstoßtrupp ist, habt ihr Ulgos Schmerzfabrik gefunden? Eine beeindruckende Einrichtung. Die waren wohl schon eine Weile hier. Ulgo wird die Killix jetzt nicht mehr so leicht in Rage versetzen können. Das gibt uns etwas Raum zum Atmen. Es wäre aber eine Schande, diese ganze Technologie verkommen zu lassen. Ulgo hat sicher einiges über die Käfer herausgefunden.
Die Killix sind Lebewesen. Aus dieser Art von Gewalt kann man nichts lernen. Die Killix sind Tiere. Schlau. Aber nicht so schlau. Vielleicht kann ich Ulgus Experimente nachstellen und die Killix auf unsere Seite bringen. Versuch, diese Daten und die Ausrüstung zu bergen. Tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass empfindsame Lebensformen gefoltert werden. Wie ihr wollt. Ihr denkt auch wirklich nur an euch selbst. Ihr solltet dort verschwinden. Trefft mich beim Kommandoposten zur Nachbesprechung. Nee, eigentlich denke ich an all die Tiere. Also die ganzen Killix. Ja. Naja. Nachbesprechung. Sofort. Ja, das wird wahrscheinlich eine spaßige Nachbesprechung. Jetzt wird sie nicht so gut auf uns zu sprechen sein, aber dann hau ich ihr eins ins Maul. Nee, Spaß. Und die Verstärkungstrupps? Ich köpfe sie einfach direkt. Nee, aber erstmal geben wir das hier ab. Mal gucken, ob er dem helfen konnte. Kann. Ich habe Eier kaputt gemacht. Bin ihn auf die Eier gegangen. $18,000. Naja, nicht ganz so viel, aber ich finde, das geht schon recht flott auch mit dem, ne? Gerade wenn du dann natürlich die Mission machst, levelst du ganz gut, hast einen kleinen, minimalen Vorsprung. Ja gut, das hat man natürlich nicht alles gemacht, aber hey, was soll's. Der Stoßtrupp hat die Ulgo-Einrichtung zerstört. Die Killig-Angriffe sind bereits um 40% zurückgegangen. Euch das Kommando zu übertragen, war dann wohl doch die richtige Entscheidung. Vielen Dank, Sir. Und das ist sicher euer Stoßtrupp. Euch zu sehen ist mir immer wieder ein Vergnügen. Es ist schon viel zu lange her. Aber dann können wir Haus Ulgo selbst angreifen. Das haben wir euch zu verdanken. Wir hatten unsere Schwierigkeiten, aber ich bin bereit, darüber hinwegzusehen. Und jetzt habe ich Kriegspläne zu schmieden und jede Menge Stimcraft zu trinken. Ja, viel Glück. Ich wünsche euch viel Erfolg. Passt auf euch auf. Ihr auch. Dieser Krieg ist für uns alle schlecht und er ist noch lange nicht vorbei. Ja. Oh, bessere Armschienen. Das ist natürlich geil. Ja, Anliegen. Wund der Bärchen, würde ich sagen. Da haben wir doch wieder ein bisschen was geschafft heute. Und jetzt geht es darum, Lou Organa zu finden. Was mich interessieren würde, was richtig geil wäre, wenn du mit einem Planeten fertig bist, dass du einfach so eine Liste hast von den Nebenmissionen und die dann einfach annehmen kannst. Oder dich importen oder irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich sage. Ich bedanke mich jetzt. Sag bis zum nächsten Mal. Haut rein.